good morning. Bin verschlafen. Und ich sehe so entspannt aus, weil Calvino ist schon auf dem Weg zur Schule. Und wir haben noch ein bisschen Zeit zum Glück. Also ich habe nur meine entspannte Kaffeepause. Die konnte ich heute Morgen nicht machen. Jetzt mache ich gerade unseren Smoothie. Heute mit Tiefkühlmango. Und ich sage euch jetzt bei der Hitze, so geil, weil der ist ja richtig schön kühl von diesen Tiefkühlfrüchten mit Banane und so. Ich schreibe euch mal ein Rezept unten rein. Das ist so ein Allround-Rezept. Das, was wir immer so machen. Wenn alles gut geht, bekommen wir heute die Schlüssel vom Haus. Da wäre ich sehr glücklich drüber. Denn dann kann man echt so langsam anfangen auszuräumen und das rüberzubringen ins neue Haus. Wisst ihr, warum ich verschlafen habe? Guck mal, hier ist eine Brückentabelle. Das sind Inch, ne? Achso, warte, ne, davor stehen Zentimeter. Ja. Ja, dann müssen wir ausmessen. Ich weiß ja nicht, wie breit seine Schultern sind, oder? Wollen wir dann messen nachher? Ja. Weil das nur noch zwei von da sind, von der Größe in Schwarz. Wir versuchen, eine Winterjacke für Calvino zu bestellen. Also, warum ich nicht schlafen konnte, erzähle ich euch jetzt. Gesetz der Anziehung, würde ich sagen. Ich habe euch gestern Abend schon gesagt in dem Vlog, also in dem gestrigen Vlog, dass ich zurzeit schlecht schlafe. So, dass ich nachts um 5 Uhr wach werde und so und dann ja, wach bin. Und das habe ich euch gestern Abend auch erzählt. Und weil ich euch das erzählt habe, bin ich heute Nacht dann schon um 3:30 aufgewacht. Gesetz der Anziehung. Und dann, ja, war ich wach. Und dann bin ich aber eingeschlafen wieder. Ich glaube, in dem Moment, als mein Wecker geklingelt hat, bin ich eingeschlafen. Und habe dann geschlafen. Schön bis 7:15. Dann war nichts mehr mit entspannt Kaffee trinken, entspannt Teiter gehen. Dann war gar nichts mehr entspannt. Aber hinterher ging es dann wieder. Und ich habe ein paar Sachen, oder wir haben ein paar Sachen eingepackt. Hier, wir nehmen nämlich heute mit die Clematis für Bernds Eltern und das Wandelröschen. Das bleibt bei uns am Laden. Und der Kofferraum ist auch noch voll mit Müll wieder. Müll, Müll, Müll. So mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und dann wird das alles, schaffen wir das alles zum Umzug rechtzeitig. So. Heute müssen wir auch unbedingt einkaufen gehen. Ich glaube, der Bernd geht heute einkaufen. Ich habe nämlich um 15 Uhr Feierabend und dann kann der eben gehen. Was, Murphy, willst du wieder rausschneuzeln? Der schneuzelt immer. Ich zeige euch das. Na los, schneuzel. Dann macht er alle Beine hoch und Kopf aus dem Fenster. Am liebsten auf der Autobahn. Ne, Murphy? Bei uns ist schon Frühstückspause. Hier ist wieder der türkische Tee. Smurfy? Ich mach mich jetzt nervös, wenn der immer vor der Tür steht da. Hast du Angst, dass er wieder abhaut? Komm hier. Ja, hopp. Hinterher, hopp. Mach hopp. Platz. So ist fein. Warte. Bis ich sage, Feierabend. Ja, hier ist unser lecker Schmaus. Die Suppe ist der Rest von gestern. Ich erzähle jetzt deinen Fans, was passiert ist. Unseren Freunden. Es ist schon Mittagspause gleich schon vorbei. Wir haben es 3:15 schon. Also heute bin ich ganz, ganz schlechte Vloggerin. Ich wollte euch erzählen, was passiert ist. Wir hatten die Schlüsselübergabe. Ich habe es schon gerade auf Instagram mitgeteilt. Und
Ja, jetzt geht's mir sehr viel besser. Also in dem Sinne, dass ich beruhigt bin. Wir haben jetzt den Schlüssel und jetzt können wir halt loslegen. Wir haben jetzt geplant, Freitag. Also erst haben wir gesagt, wir fahren Freitag nach IKEA, weil die vegane Kotbühler haben oder wie das heißt. Und während die probieren wollte, dann haben wir gesagt, ja, nur dafür lohnt sich ja nicht nach IKEA zu fahren, dann gehen wir auch. Dann kaufen wir schon mal so Kleinigkeiten bei IKEA. Dann haben wir aber gesagt, nee, weil steht uns ja nur im Weg rum, wenn wir jetzt renovieren. Wir gehen nicht nach IKEA. Und jetzt haben wir heute Schlüsselübergabe gehabt. Und haben uns dazu entschlossen, Freitag anzufangen mit dem Renovieren. Also was heißt renovieren? Bernd wird schon mal die Tapeten abreißen, weitestgehend. Und ich könnte schon mal die Badezimmer putzen. Also zumindest schon mal unten das Gäste-WC. Dass wenn man halt da ist, dass man da, ne, die Frauen unter euch, ihr werdet verstehen, was ich meine. Dass es halt unser Dreck da ist und nicht von anderen so quasi. Ja, jetzt geht's mir sehr viel besser. Es ist ein sehr befreiendes Gefühl. Jetzt müssen wir, also jedes Mal, wenn ich da drin bin, dann sehe ich was Neues, was gemacht werden muss. Also unten muss auf jeden Fall tapeziert werden, die Holzdecke muss gestrichen werden, der Fußboden kann bleiben, das sind unten Fliesen, oben ist Laminat, der nicht so schön ist, aber ich zeige euch das alles in einer Haustour und oder Roomtour oder wie auch immer man das nennt. Und ja, da ist noch eine Küche drin. Also die ist schön, die Küche. Auf jeden Fall, wenn wir keine Küche hätten, würden wir die auch nehmen. Aber da wir unsere ja erst vor 2 Jahren oder so bekommen haben und die zu unseren Wünschen so gemacht wurde, gebaut wurde, ausgesucht wurde, bevorzugen wir natürlich unsere Küche. Und deswegen, ja, muss hier raus, die Küche. Und ich werde jetzt direkt Umzugsunternehmen. Umzugsunternehmen muss ich doch jetzt, habe ich gesagt. Sobald wir die Schlüssel haben. Hallo, Licht, Licht. Geht nicht. Ja, okay. Ich melde mich nachher. Ich mache eben Umzugsunternehmen-Termine für Kostenvoranschläge. Und da muss ich nochmal arbeiten. Ich melde mich gleich. Also heute hätte ich das Vloggen wahrscheinlich besser lassen sollen. Es ist schon 18 Uhr. Das hat jetzt alles voll lange gedauert. Ich habe einen Termin gemacht noch, habe ich ja erzählt, mit dem Umzugsunternehmen. Dann war der Bernd eben bei Aldi einkaufen. Nur so das Nötigste. Toast, Bananen, dass sie wieder reifen können und so. Und schon mal Internet und sowas alles umgemeldet. Hat der Bernd. Dann war der stundenlang da eine Warteschleife gefühlt. Also eine Stunde hat das bestimmt gedauert. Ja, und jetzt ist 18 Uhr schon wieder. Unglaublich. Jetzt kommt er gleich auch von der Arbeit dann. Ach Leute, ich sag euch. Also, jetzt kann es losgehen. Und ich fühle mich jetzt so richtig befreit, dass wir jetzt hier rauskommen bald. Und mit dem Umzugsunternehmen, das wollte ich euch auch noch erzählen, das ist ja richtig cool. Also ich bin noch nie mit Umzugsunternehmen umgezogen, aber wir haben halt so gesagt, schon alleine wegen der Küche, die haben wir ja jetzt knapp über 2 Jahre hier. Und mit dem Umbauen und so, weil wir haben da mehr Platz in der Küche. Und da haben wir überlegt, wie so ein U dann die Küche zu machen. Und dann brauchen wir eine neue Arbeitsplatte. Und dann hat die von dem Umzugsunternehmen gesagt, dass, ja, wenn wir das so bestellen, dann hätten die direkt die Arbeitsplatte am Tag des Umzuges da. Aus. Und dann würden die das direkt so einbauen, dass wir also komplett fertig sind. Und da war ich total so geflasht. Ich meine, klar, die lassen sich das auch bezahlen, aber ja, schauen wir mal. Es ist jetzt erstmal ein unverbindlicher Kostenvoranschlag. Und dann haben wir gesagt, so Anfang, Mitte Oktober, dass wir dann den Umzug geschafft
haben. Das wäre schön. Dann hätten wir ja hier auch noch genug Zeit in der Wohnung. Sorry. Alles fertig zu machen. Ja, so ist der Plan. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ob wir das alles schaffen. Ich habe heute nochmal geguckt im Haus. Ey, die Türen, die müssen gestrichen werden. Dann sind an den Fensterbänken die Silikonfugen. Das war ja ein Raucherhaus. Die müssen erneuert werden. Im Badezimmer, die Fugen würde ich alle erneuern. Also nicht ich, Bernd oder so müsste das machen. Ja, jetzt haben wir schon einen Technikertermin für Internet. Hat der Bernd jetzt gerade geschrieben. Soll er in meinen Kalender schreiben. Oh Mann, ey, das wird jetzt voll aufregend alles. Also für uns. Für euch ja auch. Habt ihr auch viel zu sehen. So, jetzt freue ich mich einfach nur auf den Feierabend. Alle drei im Bild. Nur Calvino nicht, der ist nicht da. Wir haben eine kleine Planänderung, wir sind voll nah. So. Du magst ja die Fratzen. Ich mag die Fratzen besonders. Ja, beim Schneiden erfreut mich das immer sehr. Nicht immer. Vor allem, wenn er die heimlich macht, wenn ich mit dem Rücken zu ihm bin und beim Schneiden sehe ich dann, dass er eine Fratze in die Kamera macht. Dann freue ich mich, dann lache ich. Freue ich mich. Ja, ich finde das cool. Happy Fratzing. Jedenfalls fahren wir jetzt noch zum Haus. Bernds Eltern sind dabei, die wollten das sehen und ja, können wir so einen kleinen Rundumblick. Hunde mitgenommen. Können wir euch zeigen. Jetzt ist das so dunkel. Aber die ausführliche Haustour kommt dann später. Irgendwann. Und dann Fußleisten, die wieder abdecken, ne? Ja. Was machst du das, Murphy? Ja, da würde ich mir dann neue holen, was zum Klicken. Ja, klar. Die Liter mit Teppich gucken. Und dann, wenn dir den Teppich entsorgt werden, ganz lange Streifen machen. Ja. Vor allem natürlich auch ein bisschen dickeres. Da müsst ihr gucken fahren, immer gucken fahren. So. Ich will das Video nur noch beenden. Das hat heute keinen Sinn ergeben. Ich werde sehen beim Schneiden, ob es einen Sinn ergibt, dieses Video, oder ob ich es einfach nicht hochlade. Keine Ahnung. Das war auch gerade nicht möglich, in Zeit da zu filmen, weil ja mit Bernds Eltern ist halt alles durchgegangen, was gemacht werden muss und so. Es war immer einer im Bild, es hat immer einer geredet. Ja, das muss ich am besten machen, wenn ich mal ganz alleine da bin. Dann zeige ich euch das. Es läuft ja nicht weg. Ich bin jetzt echt platt. Wir haben 20 Uhr. Wir holen jetzt noch den Calvino ab und dann gibt es noch ein paar Brötchen zu essen. Die hatte ich gerade aufgebacken. Als ich da war, habe ich schnell die Küche aufgeräumt. Ich bin froh, wenn ich gleich liege. Hab ich euch erzählt, dass ich um 3:30 wach war bis 6 Uhr oder so und dann nochmal eine Dreiviertelstunde eingeschlafen bin. Ich sehe gerade, wir haben hier einen Steinschlag in der Windschutzscheibe. Auch das noch. Dadam. Kacke. Ja, gut, meine Lieben. Also, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.